Zug. Der Konter von Weidner scheitert an Hennings. Und nun über außen gespielt. Otto erfolgreich für die Gäste. 28 zu 39. Hartfield schließt die Stellung erfolgreich ab. 29 zu 39. Und der Ball erneut an den Pfosten und Tom Koop holt sich den Ball. Ballbesitz, Post Schwerin 2. Hartfield erfolgreich abgeschlossen, 30 zu 39. Boschmarin nur mit einer offensiven 4-2-Deckung. Und der Block von Hartfield und Ballbesitz Post Schwerin. Moment, Sechner holt eine 2-Minuten-Strafe heraus gegen André Empen. So wie einen 7-Meter, den nun Bert Hartfield ausführen wird. ...31 zu 39, erzielt der Treffer durch Hartfield. Und Andreas Lehn kann sich auszeichnen. Menz Exner holt sich den Ball. Ballbesitz, Post Schwerin. Lüdermann treibt den Ball. Tom Koop. Und Hartwig bleibt hängen. Und nun der Konterlauf der Gäste. Otto schließt erfolgreich ab gegen Andreas Link. 31 zu 40. Moment, Sechsner scheitert an Hennings. Aber noch eine 2-Minuten-Strafe gegen Jörg Hennings, den Torwart. Der HSG Tab Wanderup.
Nun wechseln die Gäste natürlich einen neuen Torwart ein und damit haben wir 4 Feldspieler, nur noch der Gäste gegen 6 Feldspieler von Post Schwerin. Und trotzdem kann Thomas Brüne diesen Ball verwandeln zum 31:41 in doppelter Unterzahl. Mit 6 spielt aber nun schön Tom Krupp frei. Der verwandelt zum 32:41. Wieder versucht es Brün. Mit dem Wurf scheitert aber diesmal. Und hat viel mit einem technischen Fehler Ballbesitz. Für Tab Wanderup, der Pass kommt aber auch nicht an. Und wieder Ballbesitz, Post Schwerin. Flütermann auf Weidner, der verwandelt vom Kreis zum 33:41. Petersen mit dem Wurfversuch scheitert an Link. Und nochmal ein Angriff für Post Schwerin. Hartfield scheitert aus dem Raum. Der Pass auf Brüne. Und er hebt ihn über Link ins Tor. 33:42. Und Christoph Malte-Weidner verkürzt noch einmal auf 34:42. Der Pass in die Spitze kommt nicht an und damit ist das Spiel beendet. Post Schwerin 2 unterliegt in seinem Regionalliga-Heimspiel der HSG Tab Wanderup mit 34:42.